für die Entwicklung von Denken und Sprechen und die Selbstentfaltung des Kindes im sozialen und kulturellen Kontext sind die Aussagen der soziokulturellen Theorie von Lev Vygotsky sehr bedeutend. Lev Semjonowitsch Vygotsky, geboren 1896 in Belarus, Weißrussland, gehörte der Mittelschicht an und war sehr gebildet. Sein jüdisches Elternhaus drängte ihn zunächst zu einem Studium der Medizin. Seine Leidenschaft bestand aber in den Disziplinen der Philosophie, Psychologie, Geschichte und Literatur. Trotz seiner Begründung einer marxistischen Psychologie und schließlich der soziokulturellen Theorie wurden seine Lehren unter Stalin verboten. Während in der Vergangenheit das Kind im Mittelpunkt der Betrachtung stand, rückt Vygotsky den sozialen und kulturellen Kontext in den Fokus. Daher stammt der Name des soziokulturellen Ansatzes. Übertragen auf die Praxis beobachten wir folgenden Lernprozess bei Frank Peter in der Kita. Frank Peter hat eine spannende Unterhaltung vom großen Bruder über Ritter mitbekommen. Daher möchte er nun eine Burg im Sandkasten bauen. Die intrinsische Motivation entspringt also der sozialen Interaktion mit dem Bruder. Da Frank Peter Schwierigkeiten beim Bauen der Burg hat, beobachtet er die größeren Kinder, wie sie Burgen bauen. Die Erzieherin Mona beobachtet die Situation und greift den Lernprozess auf und liest dazu weiterführende Bücher über Ritter und Burgen vor. Der pädagogischen Fachkraft wird somit eine führendere und aktivere Rolle zugeschrieben als in vorhergehenden Theorien, in denen die Selbstentfaltung des Kindes im Vordergrund stand. In der Interaktion mit dem Kind und durch ausgewählte pädagogische Angebote werden die Lerninhalte vermittelt. Frank Peters kognitive Entwicklung ist daher durch die Interaktion mit kompetenteren Personen geprägt, durch die er sich die Werkzeuge des Denkens aneignet. Durch das Experimentieren mit den vermittelten Inhalten des Bruders über die Ritter rekonstruiert Frank Peter sein bestehendes Wissen mit Hilfe der Erzieherin Mona und transformiert es kreativ und aktiv, indem er die Sandburg baut. Die zentrale Aussage der soziokulturellen Theorie ist daher, dass die angeborenen Anlagen, wie hier die Wahrnehmung der Sandburgen der anderen Kinder, auf der sozialen, interpersonalen Ebene genutzt werden, hier der Austausch mit dem Bruder und der Erzieherin und schließlich auf die intrapersonale Ebene überführt und dort verinnerlicht wird. Diesen Prozess bezeichnet Vygotsky als Co-Konstruktivismus. Durch diese sozialen Prozesse schreibt Vygotsky der Sprache eine bedeutende Rolle zu. Sprache und Denken beeinflussen sich wechselseitig. Die Sprache wird also intellektuell und das Denken versprachlicht.